Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4 und es geht direkt los hier. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier, haben unsere Hauptstadt weiter ausgebaut und genau, sind jetzt hier gerade im schönen Nachtmodus unterwegs, wo wir die schönen Lichter der Gebäude sehen. Das hier ist leider, hat leider keine Lichter. Und genau, wir waren da einfach beim letzten Mal wieder dabei. Oh, schaut mal, der Verkehr ist noch grün, ne? Und, genau, wir waren beim letzten Mal dabei, uns einfach hier weiter, ja, auszubreiten. Und da würde ich vorschlagen, mach mal einfach mal weiter. Machen wir den Tagesmodus wieder an. Damit wir hier schön weitermachen können. Gut, ich habe gerade schon beim Laden des Spiels gesehen, dass wir wieder, verdammt. Oh, ich habe gerade Sodbrennen. Eklig. widerlich. Ich hasse das. Dass wir weitere Bewohner bauen, wollte ich gerade sagen. Brauchen. Und, genau, ich wollte ja noch diesen Trick wieder nutzen. Ne? Das heißt, wir brauchen ein Fünferfeld hier. Es ist, ich hasse Sodbrennen. Verdammt. Aber gut, ist ja nicht weiter schlimm. Mach hier nochmal eine Einbahnstraße hin, bitte. So, wunderbar. Da geht das doch. Und genau, also wir machen jetzt hier einfach weiter, würde ich vorschlagen. Wir brauchen mehr Einwohner. Und dann machen wir das einfach mal so hier. Oder wartet mal, machen wir es lieber so. Da haben sie mal ein bisschen mehr Ruhe. Genau, weil hier haben sie ja alles. Ne? Hier haben sie Schulen, das weiß ich noch vom letzten Mal. Hier haben sie noch Schulen, Schulen und alles. Polizei, Krankenhaus haben die ja alles hier. Deshalb mache ich hier nur eine normale Verkehrsanbindung hin. Ach, so drin. Genau am Anfang der Folge. Das ist blöd. Aber da gut, das passiert halt auch manchmal, ne? So, dann haben wir jetzt hier den Monorail. Dann machen wir euch da ein paar Bäumchen hin. Da vorne. So, ja, sehr schön. Schön Bäume, Bäume, Bäume. Wunderbar. Dann haben wir auch schön Luftverschmutzung, wenn wir uns die mal angucken. Ja, genau. Nur auf den Straßen und so soll es eigentlich auch sein. Na, also da können sie sich echt nicht beschweren hier. So. Gut, die haben auch genug Jobs. Und würde ich vorschlagen, bauen wir einfach weiter Wohngebiete. Ja. Also wie ihr merkt, wir machen hier direkt, wir gehen hier direkt zur Sache. Wartet mal, können wir hier vielleicht das so verbinden? Geht das? Nur eine. Warum denn nur eine? Bandagenblues. Ach, verdammt. Wartet mal. Nee, da macht das mal weg. Wir haben hier gerade Bandagenblues irgendwo. Und ich fange gerade wieder an zu schwitzen. wo ist er? Der Bandagenblues. Moment. Wir müssen erstmal wieder die Straßen hier verbinden. Wo ist der Bandagenblues? Da. Okay. Okay, alles klar. Das kriegen wir aber aufgefangen. Haben wir hier tatsächlich kein Krankenhaus hingebaut? Doch, da ist doch. Ach, da können wir sogar noch. Hehe. Warte mal, da können wir sogar noch was reinmachen, aber. Wir müssen uns erstmal hier drum kümmern. Ja, wartet mal, dann. Dann kümmern wir uns mal hier drum, dass wir hier noch ein Ärztezentrum hinkriegen. Statt die großen Parks, die eh nichts bringen. So, machen wir hier noch mal ein Waldstück hin. Ja, seht ihr, da kommt doch schon wieder neues Gebäude. So, wunderbar. Alles klar hier. Boah, warum kriege ich denn jetzt hier so eine Hitzewallung? Ich meine, gut, es ist, es ist nach 0 Uhr. Aber das, daran sollte es eigentlich nicht hängen. Die Ecke sieht cool aus hier. Guckt mal mit der Brücke. Die Ecke sieht so cool aus.
Mit der Brücke zwischen den ganzen Hochhäusern. Können wir hier vielleicht die Monorail auf die andere Seite bauen? Geht das? Schade, das wäre cool geworden. Aber gut, okay. Gut, was machen wir denn jetzt hier noch rein? Machen wir den hier in den großen Wald rein? Ja, würde ich vorschlagen, oder? Ich meine, die Leute hier, die wollen ja so viel Grün haben, dann machen wir das einfach. Genau, und ihr seht das schon. Dann kriegt ihr euren Stadtwald. So. Zack, 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 hier. Schön Bäume pflanzen. Ja, ihr seht's, ne? Also anscheinend viele Grünwähler hier in unserer Stadt. Okay, interessant. Ja, okay. Dann machen wir einfach mal. Gucken wir einfach mal, ob wir hier. Ne, können wir nicht. Habe ich, glaube ich, gerade schon ausprobiert. Okay. Ja, cool. Und dann können wir einfach weiter bauen, würde ich vorschlagen. Einfach weiter Wohngebiete. Ja, weil das die Sache ist, die einzige Sache ist, die wir jetzt hier machen können. Also, wie ich das sehe. Und gut. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Wie es dann jetzt hier tatsächlich weitergeht mit unserer Hauptstadt. Das geht doch so, oder? Ja, perfekt. Ah, wunderbar. Cool. Ja, wobei, nee, das ist, glaube ich, nicht so gut, dass wir jetzt hier eine Einbahnstraße machen. Machen wir mal lieber so eine Straße hier hin, damit die auch, genau, damit die Leute auch überall hinfahren können. So. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich freue mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt, natürlich. Ja, wie wir jetzt hier weiter unsere Hauptstadt ausbauen. Ich meine, das ist ja das Hauptziel von diesem Projekt, ne? Dass wir eine riesige Stadt haben und die dann möglichst voll bebaut ist. Und ja, das ist auch das Projektziel, würde ich einfach mal vorschlagen. Also das Projektziel von diesem Let's Play ist tatsächlich, die Hauptstadt voll zu kriegen und voll auszubauen, ohne Probleme laufen zu haben. Und ja, glaubt mir, das dauert noch eine Weile. Also dieses Let's Play ist noch länger nicht vorbei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das dauert schon noch ein gutes Stück. Und aber das ist ja nicht schlimm. Also ich finde das ja gut, dass das noch so lange dauert, das Projekt. Gut, dann machen wir euch jetzt hier noch ein paar Bäumchen hin. Steht ihr ja so drauf, ne? So. Kriegt ihr eure Monorail-Station hier unten hin, damit ihr auch ja nicht meckert wegen der Monorail-Anbindung. So. Sie besuchen Büros, ja. Aber wir brauchen erstmal mehr Einwohner. Ja, 437.000 ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Geht natürlich noch besser. Wir hatten beim letzten Versuch, glaube ich, 1 Million. 1 Million war das, glaube ich. Aber dafür ist ja auch unsere neue Hauptstadt noch nicht ganz so groß, ne? Ich meine, wir wollen ja auch mit der Autobahn irgendwann hier rüber und die andere Flussseite nochmal bebauen. Und ihr seht, das ist doch so ein Riesenfeld. Also, das ist schon ordentlich, was wir hier noch zu tun haben. Aber nun gut. So, was brauchen wir denn? Beziehungsweise, ja. Nachfrage ist noch da. Ist alles super. Wir haben nur nach wie vor mehr Jobs als Bewohner, glaube ich. Ja, guckt euch das an. Wir haben viel zu viele Jobs hier. Viel zu viele Jobs. Aber gut, das kriegen wir hin. Das ist kein Thema. Ja, können wir einfach hier unten weitermachen. Ne? Das sagt und genau, machen wir auch. Machen wir allerdings so, dass wir hier eine Einbahnstraße hinmachen. Aber nicht hier beim 4x4-Feld, sondern so.
Na gut, dann machen wir es so, genau. Doch, vier. Jetzt habe ich doch 4x4 gemacht. Ich Idiot. Aber ist okay. Kriegen wir schon hin. Der Berg hier. Oh, das ist ein bisschen. Das mit dem Berg ist ein bisschen doof. Aber. Ist halt gerade irgendwie nicht zu ändern. Gut, dann machen wir hier. 3, 4. So. Und dann. Die haben ja noch, die haben ja schon eine Anbindung. Hier ist ja alles top. Genau. Nur ich frage mich gerade, warum da erstmal nur diese kleineren Gebäude kommen. Ja, ist relativ egal. Wartet mal, da macht meine Katze gerade ein bisschen Geräusche. Oder meine ich das nur? Ich glaube, ich meine das nur. Genau, gut. Haben wir mal ein paar freie Grünflächen hier hin. Und hier haben wir wieder eine schöne 3x3-Fläche. Kann man vielleicht ein Wahrzeichen oder sowas reinmachen? Ne? Haben wir hier Stadtverbesserung? Haben wir tatsächlich nicht mehr. Da können wir dann ein Wahrzeichen reinmachen. Das ist gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Verneuillgebäude. Mach das mal dahin. So, ich meine, ja, Wahrzeichen ist eigentlich immer gut für die Stadt. Von daher, ja, warum nicht? Ja, dann machen wir hier nochmal. Wie will's will. Aber ihr seht's, ne, da kommt schon wieder was Neues hier. Boah, Keaton Plaza. Das sieht geil aus, was da kommt. Ja. Machen wir hier schön den kleinen Wald rein. So, damit die sich auch ja nicht beschweren wegen der Umwelt. Ja, und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei SimCity 4 und so einem Hauptstadtprojekt. Und ich hoffe, dass wir mit der Autobahn hier rüberkommen. Oh, Gott sei Dank, okay. Gott sei Dank. Wir können sogar was auswählen hier. Wow, die sieht cool aus, die Brücke. Haben wir die schon? Haben wir noch nicht. Okay, ja, dann mach diese Sydney-Brücke. Ah, das sieht geil aus. Guckt mal. Wir haben eine Autobahnbrücke. Jawohl, ah, das ist gut, ey. Das ist richtig gut, dass es so gut klappt hier. So, und dann die Monorail weiterziehen. So. Ah, das ist sehr, das ist so geil, dass wir das jetzt wirklich so gut hinkriegen hier. Aber wir müssen noch einmal runtergehen und dann wieder hoch, wegen der ja, Monorail. Ah, das passt wieder nicht, oder? Doch! Doch, geil! Alles klar. Aber für eine Auffahrt passt das nicht. Eine Auffahrt braucht 7 Felder. Und wir haben hier nur 4 Felder. Verdammt. Ah, gut. Man kann nicht alles haben. Aber ist okay. Ist alles gut. Alles okay. Gut, dann machen wir hier nochmal. Können wir hier vielleicht Strände hinmachen? Geht das? Können wir hier einen Strand hinmachen? Ja, Strand, wo bist du? Da, Strand. Ah, leider nein. Schade. Okay, ist alles gut. Ah, wartet mal, wie kommen sie denn jetzt hier? Hier müssen wir mal mit einer. Nein. Hier müssen wir mal mit einer normalen Straße weitermachen dann. Was ist denn da jetzt los hier? Okay, dann mach mal. Ach, verdammt. Ja, die Einbahnstraße, die ist so kompliziert zu bauen hier. Müssen wir echt eine Kreuzung machen. So. Ja, das hier ist halt auf einem Berg alles, ne? Deshalb. Können wir es nicht so machen? Doch, okay. Ah, gut. Gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir ausnahmsweise mal hier eine... Was ist das denn? Was ist das denn? Hä?
Wie geil. Okay, wir haben einen Tunnel. Wir haben einen Tunnel gebaut. Wie geil ist das denn? Oh, was ist das denn? Wie geil, Freunde. Wir haben einen Tunnel gebaut, obwohl ich das eigentlich... Ja. Gut, ich meine, es war nice to have, so. Das war hier... Aber wir können hier halt nichts bauen. Oder können wir hier eine Brücke machen? Nee. Okay. Also man kann hier auch Tunnel bauen. Aber den brauche ich tatsächlich nicht erstmal, ja. Der macht den automatisch hin, ne? Wartet mal. Machen wir anders. Wir brauchen leider keinen Tunnel. Es war ein richtig geiles Feature. Hier macht er auch einen Tunnel hin. Nein, lass mal. Ach, Leute. Aber so geht es doch. Genau, oder? Nee. Ist leider alles zu blöd zu bauen hier. Ja, der Berg. Kann man hier überhaupt Wohngebiete drauf machen? Weiß ich jetzt nicht. Leute, ich möchte keine Tunnel hier reinbauen. Ich meine, ist zwar geil mit dem Tunnel, aber... diese Anhöhe hier. Kann man da vielleicht irgendwas... Ah, da kann man... Ah, da kann man eine Sehenswürdigkeit draufpacken. Ja, das ist eine gute Idee. Am besten dieses Alcatraz. Ah, sehr gut. Okay. Mach das so. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was hat er denn jetzt gemacht hier für ein Gebirge? Das ist doch doof. Wartet mal, reiß das nochmal ab. Dann baut das. Ah, dann eben ebnen war das halt. Ebene war das halt so. Genau. Ah, so geht's aber. So geht's aber, okay. Ja, wie gesagt. Naja, obwohl. Können wir. Ja, ich meine. Er macht's wieder zurück. Ne? Aber wir können das ja erstmal so stehen lassen. Und dann probieren wir das doch jetzt nochmal hier die... Ah, das geht. Guckt. Ah. Sehr, sehr gut. Und dann können wir hier ein Wohngebäude hinmachen. Ein einziges. Ein einziges 4x4 Ding. So. Ah, perfekt. Sogar ein Drachengebäude. Ah, ja wunderbar. Drachengebäude ist natürlich mega. Ein Strand? Ach, da passt sogar ein Strand hin. Ja, okay. Hehe, sehr cool. Dann haben wir das Ganze ja doch gut ausgefüllt hier. Das Drachengebäude kommt auch direkt unter Denkmalschutz hier. So. Ah, ja, cool. Ja gut, wenn es natürlich solche Lösungen gibt, ist natürlich geil, ne? Für so Bergprobleme. Da können wir doch einfach hier... Genau, so lässt sich's doch leben, oder? Für diejenigen, die hier wohnen. Ist schon geil. Direkt an der schönen Sydney-Brücke. Ja, läuft für die, würde ich sagen. Ach, guck mal, man kann auch hier so. Na, verdammt. Das macht dann. Das macht dann nicht. Ja, gut, dann. Noch ein Wahrzeichen am besten: Halle der Unabhängigkeit. Ne, das macht er dann wieder zurück, ne? Was machen wir hier? Rotes Rathaus? Ah, perfekt. Und da können wir jetzt hier hoffentlich Wohnungen hinmachen. Ja, das passt. Ah, das geht. Haha, nice. Nice, Freunde. Nice, nice, nice. Sehr gut. Da haben wir das Problem ja gut umschifft hier mit dem Berg, ne? Okay, aber wir haben hier noch mehr Berge.
Wundert mich nur, dass hier keiner einzieht. Kann man hier drunter? Ah! Ja, perfekt. Wir haben eine Autobahnauffahrt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das geht. Aber cool, cool, cool. Bushaltestelle. Dann machen wir euch mal eine U-Bahn-Station hin. Wir brauchen nochmal ein Monorail-Kreuz, ne? Irgendwann. Irgendwann ist, ja. Ja, unbedingt. Wartet mal, hier führt keine Monorail nach links. Okay, aber das ist jetzt ein Großprojekt, was wir hier gerade machen. Verbinde die mal kurz mit der U-Bahn hier. Dass die nicht so einen weiten Weg haben. So. Ja, genau. Und da kommen schon wieder neue Gebäude. Sehr schön. So, und dann machen wir hier mal ein Monorail-Kreuz. Oh, das macht Spaß, ey. Das macht richtig Spaß hier. Warum? Man muss ja erstmal ein Stückchen von dem Kreuz hier weg. Die Autobahn ist ein bisschen hackelig zu bauen, aber ist schon okay so. Monorail. Machen wir hier mal ein kleines Kreuz hin. So, dann müsste das ja so gehen, ne? So, dann gucken wir mal mit dem Monorail. Ja, alles klar, perfekt. Das wollte ich doch nur erreichen. So, dann können wir jetzt hier nämlich rübergehen, wenn alles gut läuft. Nein, schade. Aber ist in Ordnung. Machen wir einfach hier ein Kreuz hin. Ist mir gerade noch so aufgefallen, dass wir da noch ein Monorail-Kreuz brauchen. Gut, dann speichern wir das Ganze mal ab. Das ist sehr gut, dass hier eine Auffahrt ist, wirklich. Weil da können die Leute schneller zur Arbeit. Na, ihr seht das. Die fahren einfach hier über die Autobahn. Über die ganze Autobahn. Und hier raus. Warum fahren die raus? Ihr habt genug Jobs hier. Pendelverkehr lang. Ja, ist klar. Aber wieso fahrt ihr denn raus? Und fahren durch die Wohngebiete, ne? Nur mit dem Auto? Warum nur mit dem Auto, Mensch? Nur mit... Ja, gut. Können wir hier vorne vielleicht noch eine Bushaltestelle oder sowas hinmachen? Oder eine U-Bahn-Station? Geht das? Können wir ans Straßenende machen. Eine U-Bahn-Station. So. Dann könnt ihr auch die U-Bahn nehmen. So. Das müsste jetzt eigentlich von euch genutzt werden. Ja, perfekt. Wunderbar. Wunderbar, ihr nutzt die U-Bahn. Ja. Ah, perfekt. Schön der Autoverkehr weg. Ihr seht's, ne? Pendler, Bus, U-Bahn, Monorail. Die fahren alle nur mit der U-Bahn. Kein Verkehr. Also hier fahren Auto 265, aber die meisten fahren tatsächlich mit der U-Bahn. Das ist gut, ey. Richtig, richtig gut. Das sagt auch der Verkehr, glaube ich. Ja, ihr seht, hier unten ist fast null Verkehr. Und der meiste Verkehr ist tatsächlich auf der Monorail und in der U-Bahn. Hihi. Passt sehr cool, finde ich. Na gut. Aber ich glaube, ihr wollt einen kleinen Stadtwald oder sowas haben. Ne? Deswegen pingst ihr euch gerade so. Ja, dann machen wir euch mal eine Einbahnstraße hier hin. Dann einfach hier hinten eine normale Hauptstraße. So. Ja, dann können wir hier neue Wohnungen. Und hier vorne einen kleinen Wald. Ganz genau. So. Ah, das macht Spaß, Freunde. So schön entspannt. Sag ich dazu. Schön entspannt.
Da ist auch schon wieder die Folge fast voll. Ich glaub's nicht. Es geht immer so schnell. Meine Sims, da habe ich erstmal noch nichts. Oder können wir, hier können wir einmal durch. So. Dann würde ich hier einfach einen kleinen Stadtwald hinmachen. So, für die grüne Lunge. So. Wartet mal. Da ist ein Loch. Da. So. Nichts unbebaut lassen hier. So. Damit euch auch ja nicht aufregt, ne? Wegen eurer grünen Lunge. So, seht ihr das? Und schon kommen wieder bessere Gebäude. Keaton Plaza. Sehr gut. Wo fahrt ihr arbeiten? Da oben. Okay. Ja, passt doch. Das passt doch soweit. Was ist mit dem Gebäude los hier? Ist es kaputt? Nö. Okay, sehr gut. Alles klar. Dann gucken wir mal, ob das jetzt die Waage ist zwischen Einwohnern und Jobs. Na, 50.000 noch. Okay, das heißt, wir brauchen noch mehr Einwohner hier. Aber wir können ja Einrichtungen hier unten hin machen. Ne? Wir müssen sogar Einrichtungen hier unten hin machen, denke ich. Ja. Polizei auf jeden Fall. Feuerwehr. Auch. Passt auch hier rein. Wunderbar. Dann können wir hier eine Monorail-Station reinmachen. Das wäre ja cool. Passt das? Wartet mal. Geht das? Geil! Okay, das ist eine das ist geil. Alles klar. Gut, dann machen wir hier Bus und U-Bahn. Damit sie da auch schön hinkommen. Ach, so lässt sich's zocken, Freunde. Alles entspannt, keine Probleme. Und wir können einfach weiterbauen. Ohne Probleme mit der Nachfrage. Ich meine, dafür hatten wir ja... Wartet mal, ich mach das mal so. Dafür hatten wir ja dieses Projekt genug Probleme mit der Nachfrage, ne? Der Bus. Da. Die Busse wird sie hierher fahren. Wie geil. So, gut. Wie gesagt, dafür hatten wir ja nachfragetechnisch, keine Ahnung, die Hälfte des Projektes irgendwie Probleme gehabt, ne? Dass wir jetzt hier schön normal bauen können. So, machen wir hier einen schönen Stadtwald in das Kreuz rein. Ja, das gefällt den Leuten. Das gefällt den Leuten. So. Verkehr geht gleich zurück, aber nicht schlimm. Okay, das heißt, ja, wir brauchen eigentlich noch ausnahmsweise mal ohne. Brauchen wir eigentlich noch Schulen und ein Krankenhaus. Boah, ist das groß. Holy shit. Na gut. Dann machen wir es halt so. Dann machen wir hier oben noch eine Verkehrsanbindung. So. Ja, einen kleinen Stadtwald. Wie sie auf grüne, wie sie einfach auf ja, Wälder stehen, ne? Es ist so krass. So, dann hier Bushaltestelle, U-Bahn. Dann können wir auch schon wieder Folge beenden. Es geht einfach so schnell, das ist unglaublich. Ach, ist das schön, wenn was funktioniert. Gut, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.